Bei ProbierTV ist es jetzt Zeit für Space Hallucinations. Das ist kein verrücktes Weltraumprojekt von einem Autobauer aus Kalifornien, sondern eine geile Brauerei aus New York, die das gebraut hat. Was für ein Bier, welche Brauerei, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Ja, Space Hallucinations steht auf dem Programm. Und ich habe schon gesagt, es ist eine Brauerei aus New York und es handelt sich dabei mal wieder um keine geringere als Other Half Brewing. Und sie bringen ein Imperial IPA unter diesem Namen mit einem wirklich sehr, sehr geilen Etikett auf den Markt. 10,5 Volumenprozent Alkohol ist, wie gesagt, wieder mal bei diesem Bier das Einzige, was ich rausfinden konnte. Imperial Oat Cream India Pale Ale, also es dürfte auch Hafer mit drin sein und ich vermute auch Weizen, aber so genau erfährt man das nicht. Auch die Webseite schweigt sich da ziemlich drüber aus. In dem Fall haben sie geschrieben, ja, Loads of Oat und Single Hopped mit Galaxy, dreifach Dry Hopped. Also da ist einiges geboten fürs Geld, war auch tatsächlich wirklich teuer, diese Dose. Ich würde sagen, wir schauen uns das an. Laktose ist auch noch mit dazugekommen. Also ich glaube, der Niper-Freund wird heute auf seine Kosten kommen. Und ich werde, glaube ich, nicht enttäuscht. Also Milkshake at its best, würde ich mal sagen. Das ist so eine richtig schöne, blasse, goldene Farbe. Stramme, nur 2,5 Finger breit eines nicht zu kompakten Schaums, der auch eher durchschnittlich haftet. Ja, es ist so trüb und so milchig, da geht nichts in Bezug auf Kohlensäure zu identifizieren. Das ist eine lustige Nase. Das ist Ananas und Orange und die geben zusammen ein ganz komisches Aroma. Bisschen Mango noch im Hintergrund und dieses leicht säuerliche von der Mango, das ist es, glaube ich, was das Ganze so merkwürdig macht. Melone hätte ich jetzt auch noch. Das ist Galaxy. Also Melone hätte ich jetzt im Zusammenhang mit Galaxy nicht am Schirm, aber vielleicht täusche ich mich da gerade auch. Also jedenfalls sehr, sehr fruchtig, saftig, leichte Süße, bisschen Hafer vielleicht in der Nase. Ich glaube, wir können das Ganze mal probieren. In diesem Sinne, cheers. Jö. Also, das Ganze ist nichts für Leute, die es gerne trocken mögen. Also, ein echt süßes Bier. Allerdings auch mit so, ja, es ist schon grenzwertig. Es ist grenzwertig. Fast ein bisschen drüber, hätte ich jetzt gerade gesagt. Also, es geht ja darum, bei Süßen oder bei Süße im Bier ist es mir persönlich zumindest wichtig, dass es nicht klebrig wird. Und das ist tatsächlich so gerade so an der Grenze. Ansonsten haben wir wieder die Früchte, die wir gerade schon im Aroma hatten. Orange, Ananas, Mango. Moderate Bittere. Und ich bin gerade am Überlegen, ob da der Alkohol... Es hat so eine minimal scharfe Note im Hintergrund und ich überlege gerade, ob das der Alkohol ist. Wir haben 10,5 Volumenprozent, also der dürfte auch schon ein bisschen durchblitzen, tut er aber nicht so richtig. Es ist ein tolles, cremiges Mundgefühl, sehr weich, aber wie gesagt, eben so dieses Viertelchen scharf hinten dran. Und ich überlege gerade, wie gesagt, ob das die bittere ist, ob das so ein minimaler Hopburn ist oder ob das vom Alkohol kommt. Genial. Es ist wirklich, wirklich genial. Oh ja, na, es ist der Alkohol. Jetzt kommt er ein bisschen durch. Ich habe das tatsächlich auf, naja, sicher so 9 bis 10 Grad schon warm werden lassen. Was ich ja für einen New England IPA oder Imperial IPA, aber bei 10,5 Volumenprozent habe ich mir gedacht, nee, dem gibt es dann vielleicht ein bisschen mehr und vielleicht brauchst du tatsächlich noch 1-2 Grad mehr, damit das rausgeht. Aber jetzt... So beim zweiten oder dritten Schluck ist der Alkohol dann da. Nicht unangenehm, muss man auch sagen. Schöner mittlerer Körper, nicht so aufdringliche Kohlensäure, tolle Cremigkeit, tolles weiches Mundgefühl,
Tolle Vollmundigkeit. Das ist wirklich alles da, wo es hingehört. Und hinten nach kommt der Alkohol dann schon ein bisschen durch. Tropische Frucht, bleibt süß, bittere nicht zu intensiv, aber boah, das schmerzt mir jetzt so ein bisschen, das zu sagen, aber ich muss sagen, es wird hinten raus ein bisschen unruhig. Und ich muss auch sagen, diese Juiciness, die durchaus da ist, diese Saftigkeit, die verträgt sich aus meiner Sicht nicht mit dem Alkohol. Der bringt eine gewisse Schärfe rein. Und es ist ein geiles Bier, Gottes Willen, also keine Frage. Aber das kann The Other Half aus meiner Sicht deutlich besser und vor allen Dingen harmonischer. Deshalb gibt es für Other Half Space Hallucination das, Moment, jetzt muss ich schauen, Imperial Oat Cream India Pale Ale von ProbierTV, gibt es dafür 3,5 Punkte für das Space Hallucination von The Other Half aus New York City. Und wenn ihr andere Biere kennt, die auch auf den Titel, was haben wir hier? Imperial Oat Cream India Pale Ale hören, dann lasst mich mal wissen. Das klingt sehr spannend und wenn es vielleicht nicht 10,5 Volumenprozent hat, sondern na, lassen wir es 8,5 sein, wäre es vermutlich eine 4 geworden. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert und mir vielleicht auch eure Biertipps da lasst, was ich mal probieren könnte. Was kann anfangen bei Supermarktbieren, geht bis hin eben zu solchem abgedrehten Zeug. Ich lasse dann immer meine Beziehung ein bisschen spielen und schaue, dass ich das Bier beibekomme. Das soll es für heute gewesen sein. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschüss, Baba. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.